sein Baby von einem Internet-Rambo zu einem nationalen Musikstar mit einem Hit auf Spotify mit über 16 Millionen Streams. Baby, ihr habt das glaubt, sie mag nicht. Während man früher echt viel von ihm gehört hat, weil er auch in diversen Skandalen verwickelt war, sieht man jetzt auf TikTok Scam-Werbung für irgendein Business? Was ist aus Sign Baby geworden? Warum wird der Typ von den meisten Leuten gehasst? Warum findet ihn jeder unsympathisch? Und was macht er heute? Erfahrt ihr nach dem Intro. Ich habe auf TikTok zu ihm ein Video hochgeladen, weil ich im Stream darauf reagiert habe und TikTok hat einfach dieses Video bei 1 Million Aufrufen einfach gesperrt wegen Cybermobbing. Oder was darf man da überhaupt machen? Darf man überhaupt noch atmen auf TikTok? Was, der Typ wiegt 62 Kilo? Oder das drücke ich auf der Bank, Mann. Warte, so kann man das gar nicht messen, Digga. Dann ist das Ergebnis falsch, ganz kurz. Oh mein Gott. Wow. Ich sag euch ehrlich, der Typ kann einem nur leid tun. Der Typ ist so arm, der hat nichts anderes, dass er auf Instagram die ganze Zeit nur Geld präsentieren muss. Jetzt können wir nochmal messen. 62 Kilo, Digga. Wenn der Typ nochmal 2 Kilo abnimmt, Junge, kann man den mit der Post verschicken. Ich wiege 66. Ich kann die Kommentare jetzt leider nicht mehr einblenden, weil ja das Video gesperrt wurde. Aber richtig viele Kommentare haben einfach geschrieben, Junge, was für arm, da liegen mindestens 5 oder 10.000 auf dem Tisch, du bist selber arm. Und Real Talk, das hat mich echt gewundert, dass so viele Leute nicht gecheckt haben, was ich mit wirklichem Reichtum gemeint habe. Wirklicher Reichtum ist nicht Geld auf den Tisch legen und zu präsentieren, wie viel Geld man hat, sondern wirklicher Reichtum sind Freunde, Familie, wirklich Leute, denen du vertrauen kannst, ein gutes Leben mit Gesundheit und nicht. Und ich verstehe ja, dass es ein Image ist, was er verkörpert und ja auch nur eine Rolle spielt, aber die Videos wirklich auf Instagram und TikTok sind teilweise so unfassbar unangenehm. Wer feiert sowas? Unsere Putzhilfe war vorhin da und wir haben hier überall so Papier, um die Treppenteppiche zu schützen. Und ich glaube, sie hat die letzten 2 Stufen einfach weggestaubsaugt. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ja, was sollst du machen? Wie sollst du runterkommen? Vielleicht soll man dir ein bisschen Geld spenden, dass es für die letzten 3 Stufen auch noch reicht, oder? Ich habe auch wirklich keine Ahnung, dass ein so ein Typ, Unity Media Official, der schreibt wirklich unter jedes Video von ihm ADHS im Endstadion. Und wenn er nicht ADHS im Endstadion schreibt, dann schreibt er Hate from LGBTQ-Flagge? Das ist doch kein Land. Scheiße, wer kennt das nicht? Ihr seid bei eurem nagelneuen Mercedes und habt Bauchschmerzen, könnt nicht einsteigen. Warum habe ich denn so Bauchschmerzen, Alter? Ah, ja, okay. Ah, okay, ich check. Ich meine, was soll ich dazu sagen, Digga? Es ist halt einfach so voll unangenehm, Mann. Ich meine, es gibt so viele Rapper, die so viel Geld haben und wirklich so einfach Big Geld haben und die zeigen halt das, was sie haben, aber halt nicht auf so eine cringe Art und Weise, Mann. Ganz ehrlich, Digga, ich check das nicht. Was war das? Oha! Ja, okay, Digga, was ist jetzt los? Denkt ihr, ich kann noch zurückschicken? Ja, könnte ich, wenn sie nicht vom türkischen Bazar wären, sondern von Snox. Snox hat mir ein riesen Paket geschickt mit Socken, Füßlingen und Boxershorts, damit sowas hier nicht noch einmal passiert. Und wenn doch, dann ist es auch nicht so schlimm, denn du hast nämlich bei Snox die Anti-Loch-Garantie. Die hatte ich beim türkischen Bazar nicht. Bei meinen Socken hatte ich immer das Problem, dass man die entweder in Schuhen sieht oder dass sie halt einfach von der Ferse abrutschen. Das ist so eklig. Aber mit den Füßlingen von Snox kann das Ganze nicht passieren, denn sie sind komplett unsichtbar im Schuh und dank dem Silikonpad hier hinten können die auch nicht verrutschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Nervigste an einer Unterhose ist dieser schäbige Zettel da hinten, der die ganze Zeit da so baumelt und kratzt wie ein Kaktus. Snox hat keinen Zettel innen drin. Also wenn du Bock hast auf hochwertige Unterwäsche aus Bio-Baumwolle, dann kann ich dir nur Snox ans Herz legen. Mit dem Code hier kriegst du noch 20% Rabatt auf deine Unterhosen oder auf deine Socken. Also check jetzt unbedingt den Link in der Beschreibung ab und gönn dir bequeme Unterwäsche. Mach was für deinen, du weißt schon, Freund oder Freundin. 30.000 ist zu viel für ein Outfit, auch wenn es 10 von 10 aussieht. Bruder, diese Schuhe sehen aus, Digga, als hätte ich die gerade Mickey Mouse getragen, Mann. 30.000 für das Outfit. Ich würde es nicht mal für einen Zehner nehmen. Aber das ist ja auch sein Ding. Er macht so wie Lelano früher, nur ein bisschen abgewandelt. Er lädt solche Videos hoch, also einfach Ragebait-Videos, wo er irgendeine Kacke macht, wo er zeigt, wie viel Geld er hat und wie cool er eigentlich ist. Alle Leute fucken sich darüber ab und im Endeffekt droppt er halt einen Song und jeder hört den Song. Und es funktioniert. Und seine Songs sind ja eigentlich auch gar nicht so schäbig. Ja, okay. Die ersten schon, aber ey, meine ersten Songs waren auch schäbig. Und ich meine, der Typ gibt nicht nur mit Geld, Autos und Uhren an, sondern auch einfach mit Lebewesen. Sie hat meinen Namen auf ihren Hals, hat meinen Namen um ihren Hals und sein Cody in einem Kabel.
Guck mal, süßer Hund, ja, lass Hund Hund sein, aber POV, du hast das teuerste Tier auf ganz TikTok. Und sein Bruder hat auch mal so ein Video hochgeladen, darauf habe ich schon in einem anderen Video reagiert. POV, dein Hund kostet 10.000, Bruder, als wäre das einfach so ein Accessoire, was man so trägt, Digga. Einfach so Hund. Wie soll ich sie nennen? Sie hat nicht mal einen Namen. Und was ich auch damals nie gecheckt habe, der Typ hat immer und die ganze Zeit solche Videos hier hochgeladen. Ich hoffe, eines Tages kommt der Tag und es passiert das, was ich denke. Digga, ich bin direkt am Kudamm, mitten am Kudamm. 50.000 in meiner Hand, Digga. Wer will mich abziehen? Oder auch... Ganz Deutschland fragt sich, Sein, wo bist du, Sein, was machst du? Also ich sag euch ehrlich, ich chill einfach hier mitten in Berlin mit 150.000 Euro in der Hand. Mal ganz kurz, Digga, es kommt mir einfach so vor, ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nicht stimmt. Keine Ahnung, es kommt mir einfach so vor, Digga, als wärst du so, wärst du in deine Bank gegangen, hättest einfach alles abgehoben, was so geht. Stehst du am Tresen, so, yo, einmal bitte alles. Und dann so für ein TikTok-Video, dann gehst du wieder zurück, so, yo, ich möchte das ganze Geld bitte wieder einzahlen. Und 240.000 Euro. Mercedes. Und nach diesen Videos kommt einfach ein Statement. Sime hier, ohne Filter, ohne irgendwelches Möchtegern-Gehabe, ohne Geld. Einfach nur von Mensch zu Mensch wollte ich euch sagen, dass mich dieses ganze Game kaputt gemacht hat. Die letzten Tage und Wochen waren sehr, sehr schwer für mich, wie auch für meine Family. Autos sind mit quietschenden Reifen neben uns gehalten, haben versucht, uns aus dem Auto zu ziehen. Wir wurden mit Messern, mit Schlagstöcken, mit Pfefferspray angegriffen. Ja, guck mal, was erwartet er auch? Also mir ist das eigentlich im Grunde völlig egal, wie viel Geld er hat, wie viel Geld er präsentiert und was er macht und so weiter und so fort. Aber wenn man so im Internet sein Maul aufreißt, dann muss man sich nicht wundern, dass es Leute gibt, die sich so hart getriggert fühlen, dass sie dir einfach... Real Talk, meine ehrliche Meinung ist einfach, alles Mütze auf Englisch. Das Ganze kommt mir nicht wie so ein Fiebertraum rüber, sondern einfach wie so eine billige Sat.1 auf Streife-Folge. Bleib stehen! Ja. Mal abgesehen davon, dass er damals für seinen Berlin City Girl Song da Promo mit diesem Klopapiertypen gemacht hat. Die haben sich da angefangen auf TikTok rumzubeefen, wer mehr Geld hat. Und dann haben die Challenge bzw. diesen Beef aufgelöst an einem Bankautomaten, wer mehr Geld hatte. Und die Auflösung... Lass es uns tun. Komm mit. Okay, Leute, jetzt mein Ergebnis, Digga. Seht ihr das, Digga? Das ist so unglaublich Mütze auf Englisch, Digga. Die haben einfach ein Tausender abgehoben von seiner Kreditkarte oder seiner Bankkarte und haben gesagt, oh ja, okay, geh du jetzt ran. Es ist so Mütze auf Englisch, ohne Witz. Aber warum finden immer noch Leute sein Baby sympathisch? Nach den ganzen Sachen, die er gemacht hat. Naja, er lädt auch unter anderem solche Videos hoch. Und manche Leute würden jetzt meinen, okay, er ist erwachsen geworden. Und manche Leute würden einfach meinen, es ist mit Absicht, um einfach sympathischer zu wirken. Du machst es extra, wenn du mir sagst, du willst mich nicht an. Du bist meine Ex. Siehst, wie schwer zu sehen ist, übergewichtig. Und die Leute kommentieren so eine Sachen wie, ja, sie passt nicht in den Club. Erstens, Digga, denkst du wirklich, du bist der Erste, der das sagt? Zweitens, was ihr alle vergesst, hinter dieser Person im Internet, hinter dieser Person, die ihr in diesem Bildschirm seht, steckt eine echte Person. Ist ja alles schön und gut, aber vor 3 Jahren war er genau die Person, die damals Frauen dafür kritisiert hat, dass sie Beinhaare haben. Kritisier, wen du willst, mach, was du willst. Ja, ich persönlich finde jetzt solche Beinhaare bei Frauen, wie ich habe, auch nicht unbedingt attraktiv. Das ist ja jedem seine Meinung. Aber früher Frauen dafür zu kritisieren, dass sie Beinhaare haben und jetzt auf einmal voll auf Moralapostel tun und sagen, ja, meine ganzen Kommentare, die armen Leute, Mann. Ihr wisst gar nicht, was ihr damit macht mit euren Kommentaren. Lohnt es sich wirklich, ihre Gefühle zu verletzen und sie vielleicht weinend in den Schlaf zu schicken? Ich sag ehrlich, gutes Video mit guter Message, aber für mich kommt das einfach alles so rüber, so nach dem Motto, provoziert mit den anderen Videos und jeder hasst ihn, aber will noch ein bisschen ein paar Sympathiepunkte gewinnen und dreht dann solche Videos hier. Und dann schreibt natürlich jeder in den Kommentaren, oh mein Gott, Sime Baby, du bist so ein Ehrenmann. Du hast so recht, Mann. Du bist so cool. 30.000 Outfit ist auch cool. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. Am Anfang von dem Video habe ich ja noch gesagt, dass auf seinem TikTok-Account irgendwas mit Scam-Business vorgeschlagen wurde, beziehungsweise hochgeladen wurde. Und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht einfach so stark nach diesen 0815 Comedy-Gruppe Business-Scams hier aus. Künstliche Intelligenz wird diese Jobs ersetzen. Datenanalyst 90%, Finanzberater 60%, wie auch immer. Ich stehe auf, arbeite für 2 bis 3 Stunden, mache 728 Euro am Tag und verbringe den restlichen Tag, wie ich möchte, mit Familie, Freunden oder anderen Dingen. Und ja, das wurde tatsächlich auf seinem TikTok-Account hochgeladen. Und entweder macht er den Scheiß wirklich, wurde gehackt oder lädt absichtlich solche Videos hoch, um einfach Aufmerksamkeit zu generieren. Ich sag euch ehrlich, die ersten 2 kann ich mir nicht so ehrlich vorstellen, weil warum soll er das wirklich machen? Und zweitens, wenn du gehackt wirst und jemand anders so einen Scheiß auf deinem Account hochlädt, dann, ich glaube, wirst du einfach gebannt.
Ich meine, ich kann nicht mal atmen auf TikTok. Ich werde wegen jedem Scheiß gesperrt. Naja, im Endeffekt kann man wirklich sagen, was man will. Ich weiß nicht, ob seine Uhren, ob diese ganzen Autos und ob der Schmuck alles echt ist, wie auch immer, ausgeliehen für einen Tag. Ist mir auch eigentlich scheißegal. Aber eins muss man dem Typ lassen. Der Typ hat es wirklich geschafft und der Typ ist einfach erfolgreich geworden mit seiner Musik. Und sie hört sich auch nicht so schäbig an. Ich meine, Zahlen lügen nicht. Außer man holt sie halt in Indien oder so. Die Songs sind, wie ich schon gesagt habe, teilweise echt gut, aber der Content auf Instagram und TikTok, der ist einfach Brainrot. Das ist so unnötiges Zeug, weißt du, ob es da ist oder nicht. Es triggert einfach nur irgendwelche Menschen. So, der Content bietet keinen richtigen Mehrwert. Naja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Schreibt eure Meinung zu Sign Baby gerne in die Kommentare. Feiert ihr ihn? Feiert ihr seine Songs oder nicht? Schreibt sie in die Kommentare. Hier kommt ihr auf jeden Fall zu meinem zweiten Kanal, da kommt jeden Tag ein Video und like das Video. Tschüssikow.